Hallo Freunde der thermischen Trennverfahren und willkommen im FoxLab. Das Thema der heutigen Sendung ist Glühwein. Also, wir werden heute herausfinden, wie viel Alkohol tatsächlich in Glühwein drin steckt. Und zwar machen wir das mit einer einfachen Destillation. Also, holt euch einen Tee, setzt euch hin und los geht's. Wir nehmen die noch frisch verschlossene Flasche Glühwein, einen Trichter und füllen einfach mal 250 Milliliter davon ab. Am besten das Ganze ohne Kleckern. Also 250 Milliliter. Das war's. Wir können aufbauen. Oh, halt, nein, Siegelständchen nicht vergessen. Also, wir sind fertig. Das ist unsere einfache Destillation und jetzt heißt es wieder Heizung an. Unsere Destillation beginnt genau jetzt bei 83 Grad Celsius. Wir beenden hier die Destillation aus zwei Gründen. Es bilden sich Schlieren im Destillat und die Temperatur ist so weit fortgeschritten, dass höchstwahrscheinlich mehr Wasser als Ethanol rübergezogen wird. Jetzt wiegen wir noch schnell die Masse unseres Destillates. Einmal tarieren. Und wir haben 47,12 Gramm heraus. Jetzt machen wir noch die Flammprobe. Dazu nehmen wir eine kleine Menge unseres Destillates und zünden das hier an. Gramm ist unsere Masse an Destillat, die wir aus unserem Glühwein herausdestilliert haben. Das ist doch mal ein brauchbares Ergebnis. Die Flammprobe zeigt auch, dass es sich hierbei größtenteils um Ethanol handelt mit ein bisschen Wasser. Das Ganze brennt super ab. Am Ende bleibt ein kleiner Wasserrest zurück. Das ist nicht zu vermeiden, da Ethanol-Wasser-Gemische in der Regel azeotrope Gemische sind und nur mit einer Rettifikationskolonne weiter aufzutrennen sind. In diesem Sinne bleibt nur noch eins zu sagen. Hoch die Tassen und alles Gute zum Geburtstag Jesus Christus. Für euch da draußen gilt: Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.